Glück auf und willkommen zu meinem allerersten Video in 2022. Ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich möchte dieses Jahr nicht mit einem Hörspiel, auch nicht mit einem Workshop starten, sondern mit einem Interview. Interviewt hat mich der Marlon von der Uni Osnabrück. Und bevor ich euch das Interview zeige, möchte ich euch natürlich erklären, wie es überhaupt zu diesem Interview, wie es zustande gekommen ist. Ihr erinnert euch ja vielleicht an den Workshop, den ich letztes Jahr gemacht habe, zu dem Thema Erzählformen in Hörspielen. Und das Ganze basierte ja auf einem, oder die Idee dazu hatte ich, als ich als Gastredner bei einem Webinar eingeladen wurde von der Uni Osnabrück. Die Dozentin hatte für den Kurs ein historisches Hörspiel geplant, was die halt selbstständig produzieren wollten, und ich sollte dem Kurs so ein bisschen was über die Hörspielproduktion erzählen. Der Marlon hat auch an diesem Kurs teilgenommen und war verantwortlich für dieses Hörspielprojekt, und er ist damit auch fast fertig. Er hat jetzt zu diesem Hörspielprojekt auch einen Radiobeitrag geplant, und zu diesem Radiobeitrag gehört auch das Interview mit mir, was ich euch gleich zeigen werde, und da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut, und wir reden auch nochmal über das Thema, wie entsteht überhaupt ein Hörspiel. Deswegen lehnt euch einfach zurück und habt Spaß, wir sehen uns gleich. Ja, dann erstmal moin Daniel, wir haben jetzt heute mal das Interview, moin. Hallo. Und zwar geht es um Hörspiele, beziehungsweise genauer um Hörspielproduktion. Du machst selber Hörspiele. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere am Medium Hörspiel? Was kriegt die Menschen am meisten? Weswegen ist es wichtig, auch Hörspiele zu haben und nicht nur zum Beispiel Filme oder Bücher? Ist jetzt natürlich eine komplexe Frage, aber meine Version davon wäre, dass das Besondere am Hörspiel eigentlich die Möglichkeit, also immer im Hörspiel besteht die Möglichkeit, dass du eigentlich alles darstellen kannst, was du möchtest. Es gibt eigentlich nichts, was du nichts darstellen könntest, weil du es nur hören musst. Das heißt also, du könntest eine mega Fantasielandschaft erstellen, du kannst ein eigenes Universum erstellen, und du musst es ja nicht wirklich visuell darstellen, sondern halt nur so, dass man es hören kann. Und deswegen halte ich das Hörspiel für ein sehr geeignetes Medium, wenn man wirklich auch so fantastische Geschichten erzählen möchte. Und das macht, glaube ich, auch diesen Reiz bei Hörspielen aus, dass man eigentlich nicht eingeschränkt ist, weil man, wie gesagt, alles nur hörbar machen muss. Ja, es ist so ein bisschen die Imaginationsbrücke, die auch Bücher ja letztendlich bieten, dass man eben kein visuelles Medium hat, was man vorgestellt bekommt auf einer Platte und dann sich nur noch irgendwie den Rest vorstellt, sondern man muss sich alles vorstellen, was das Bildliche angeht. Und das macht es tatsächlich, finde ich, auch sehr stark. Wie kommt man denn überhaupt dazu, Hörspiele selbst zu machen? Du hast das ja in einem Video von dir schon gesagt, aber einfach noch mal jetzt für dieses Interview, wie bist du selber dazu gekommen, Hörspiele zu machen? Und ja. Natürlich bin ich so mit Hörspielen groß geworden. Ich bin so 79 geboren, heißt also, ich bin so ein typisches Kassettenkind und habe zum Einschlafen und zum Hausaufgabenmachen immer Hörspiele gehört. Und ich habe diese Faszination für Hörspiele eigentlich immer beibehalten. Und irgendwann gab es mal eine Zeit, wo man wirklich dachte, so Mensch, die Hörspiele sind eigentlich irgendwie doch irgendwie alle gleich, oder man traut sich nichts, und man wollte mal auch andere Themen haben, weil immer nur drei Fragezeichen und John Sinclair ist vielleicht doch ein bisschen langweilig. Und dann haben wir uns mit Freunden zusammengesetzt, damals noch in Gelsenkirchen, und dann hatten wir überlegt, wir könnten mal ein eigenes Hörspiel machen, so wie wir uns das vorstellen. Und es hat auch lange gedauert, bis wir damit angefangen haben, aber irgendwann hat ein Kumpel dann angefangen, das erste Skript zu schreiben, und wir haben es einfach mal ausprobiert. Wir hatten technisch die Möglichkeit, wir waren eine Truppe von 5, 6 Leuten, die das dann gemacht haben, und ja, so sind wir dann, oder so bin ich auf jeden Fall dazu gekommen, eigene Hörspiele zu erstellen, und mittlerweile mache ich das seit, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, also seit 5 Jahren oder so mache ich das, glaube ich, schon, ja. Und wie würdest du sagen, hat sich dein Niveau seitdem verändert? Also wie lange hat das gedauert, bis du bei dem Niveau angekommen bist, was du heute bietest an Hörspielen? Also ich hoffe, dass das noch nicht zu Ende ist, aber natürlich gab es eine Entwicklung. Auf der einen Seite gab es eine technische Entwicklung, das heißt, ich habe auch technisch so ein bisschen aufgerüstet, und ich habe natürlich auch Erfahrung sammeln können. Ich hatte durch meinen Beruf, weil ich bin so Grafikdesigner und Videoeditor, hatte ich mit diesem Ganzen schon so natürlich meine Erfahrung. Also ich kannte mich mit Audiobearbeitung aus, ich kenne das Equipment, und von daher bin ich nicht so ganz bei Null gestartet. Aber trotzdem habe ich dazugelernt. Und wenn man sich meine allererste Produktion anhört und natürlich jetzt die letzte,
da sieht man schon, ja, einfach so einen ganz kleinen Niveauunterschied. Also eine Entwicklung ist auf jeden Fall da gewesen, ja. Den sieht man, es wird immer besser. Ja, danke. Ja, einfach nur, weil sich niemand wahrscheinlich so richtig vorstellen kann, wie so ein Hörspiel entsteht. Die meisten haben wahrscheinlich im Kopf, okay, irgendwer schreibt die Geschichte, wer anders nimmt es auf und dann hat man irgendwie ein paar Geräusche dazu. Aber wie würdest du beschreiben, entsteht ein Hörspiel? Welche Schritte sind nötig, bevor ein Hörspiel so ist, wie man es dann am Ende hört? Also ich würde sagen, also es gibt ja so eine bestimmte Reihenfolge, die einfach zwangsläufig ist. Und alles fängt mit dem Skript an. Und da geht eigentlich schon so die erste Phase los, wie schreibe ich überhaupt ein Skript? Und wir hatten das ja schon in dem Webinar zusammen besprochen. Also das ist schon die erste Hürde, dass man wirklich es schafft, ein ordentliches Skript auf die Beine zu stellen, damit jeder auch was anfangen kann, damit auch später der Cutter was damit anfangen kann. Das wäre so für mich der allererste Schritt, wirklich ein ordentliches Hörspieldrehbuch zu schreiben. Das nächste, hätte ich gesagt, wäre dann natürlich Auswahl der Cast. Also welche Stimmen brauche ich und wer ist dafür geeignet? Das wäre so der nächste Prozess, dass man sich wirklich die Leute, also dass man dann sein Team aufbaut. Dass man auch dann sucht, okay, ich habe jetzt die Sprecher, Sprecherin, ich habe vielleicht noch einen zusätzlichen Cutter gefunden. Ich habe vielleicht noch jemanden gefunden, der ja, Musik macht oder ich kaufe das Ganze irgendwie ein. Also das wäre auch wieder ein Teil des Prozesses. Und dann würde die Aufnahme kommen. Das heißt, die Sprecher müssen irgendwie aufgenommen werden. Und das gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen gezielter darauf eingehen. Und dann kommt der Schnitt. Und beim Schnitt würde ich sagen, das wäre wahrscheinlich die größte Herausforderung, je nachdem, was für ein Hörspiel das ist, weil es da auch wieder, also ja, sich Unwägbarkeiten gibt. Ne? Aber das wäre so grob der Ablauf. Und wenn wir dann beim Schnitt sind, dann kommt noch ganz zum Schluss das Mastering und was man auch nicht vergessen darf, die Veröffentlichung. Also die Leute sollen das Hörspiel ja auch hören und auch da muss man sich Gedanken machen, wie bringe ich das Hörspiel halt in die Community? Also wie erfahren die davon? Also das ist auch ein Teil, der oft unterschätzt wird. Was würdest du sagen, was ist am zeitaufwendigsten? Du hast es gerade schon angedeutet, das Schneiden wahrscheinlich, der Schnitt bzw. das letztendliche Zusammenbringen von Dialog und Sound. Oder würdest du sagen, was anderes ist noch zeitaufwendiger, noch schwieriger im Entstehungsprozess? Also ich hätte tatsächlich gesagt, dass das ganze Thema Schnitt, Vertonung, Sounddesign wirklich die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn man da noch mehr ins Detail geht, das ist mir jetzt bei den letzten Produktionen auch nochmal klar geworden, dass ich wirklich eigentlich einen sehr, sehr großen Teil damit aufwenden, also dass ich zeitlich so damit beschäftigt bin, Geräusche rauszusuchen. Also klar, ich habe zwar eine riesen Datenbank an Geräuschen und irgendwo ist immer ein Sound, den ich benutzen kann, aber diesen passenden Sound für diese ganz spezielle Szene einfach zu finden, das ist wirklich eine Herausforderung und das war auch eine Sache, die mir vorher nie so klar war, wie lange es dauert, Geräusche zu finden. Also auf jeden Fall geht es mir so, wenn ich den Schnitt mache, so ein Dialogschnitt geht mir relativ schnell von der Hand. Das ist ja wirklich nur alle die Audiospuren in kleine Teile schneiden und dann an die richtige Stelle schieben. Und dann ist die Vertonung, sage ich mal, die Hauptlast der Arbeit. Und als Spezialkategorie würde ich wirklich sagen, Geräusche suchen, ist wirklich aufwendig und kostet mich wirklich sehr viel Zeit. Ja, gerade auch die Geräusche dann im Stereobild an die richtige Stelle zu platzieren, dass jeder seine eigenen Schritte hat und so weiter, das ist auch ein Riesenaufwand, finde ich. Das fällt mir jetzt gerade auch auf, während ich meins zusammenschneide. Ja, dann gibt es ja noch die Option, also wenn man das möchte, ist ja, man hat ja eigentlich, also ich mache keine Surround-Hörspiele, weil mir das so aufwendig ist, sondern es bleibt ja in Stereo. Aber selbst da ist ja eigentlich, wenn du dieses klassische Panning, also das heißt, von welcher Seite kommt der Sound, auch das ist wirklich eine aufwendige Geschichte, wo man wirklich Zeit investieren muss, man muss das raushören und auch das ist eine Fummelarbeit, weil man wirklich zig Spuren hat, teilweise ja, also manche haben ja wirklich 200 Audiospuren in einer Szene und die müssen irgendwie auch vertont werden. Also das ganze Ding, also ist schon wirklich sehr, sehr aufwendig, muss man schon sagen. Gerade wo du jetzt sagst,
Dolby Surround bzw. Surround-Hörspiel. Ich arbeite in meiner Masterarbeit dann mit einem 3D-Hörspiel. Also ich versuche, unser Hörspiel in die dritte Dimension zu holen, was dann noch mal mehr ist als quasi nur dieses Surround-Panning bzw. noch viel, viel mehr als Stereo-Panning. Da bin ich auch gespannt, weil das noch so ein ganz junges und neues Feld ist, in welche Richtung mich das dann treibt. Es ist in der Hörspielszene, muss ich sagen, es ist schade, dass sich das jetzt noch nicht so durchgesetzt hat. Es gibt zwar einige Hörspielproduktionen, die das gemacht haben, aber irgendwie ist genauso wie im Home 3D, also das Home-Theater hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Es ist schade, es ist wirklich schade. Aber wie gesagt, es ist nochmal deutlich aufwendiger und irgendwann ist es wahrscheinlich auch eine Kostenfrage. Ne? Ja, in den meisten Fällen fehlt ja auch die Technik zu Hause, um sich das dann entsprechend anzuhören. Das ist dann wahrscheinlich die nächste Hürde, die irgendwie noch genommen werden muss. Wobei jetzt zum Beispiel ja Apple irgendwie voranschreitet und Samsung macht es, glaube ich, auch, dass sie 3D-Audio in ihre AirPods mit integrieren, in die Hörstöpsel. Von daher wäre das ja wahrscheinlich dann eine Option, da auch ein bisschen weiterzugehen, auch in der Hörspielszene. Ja. Du hast gerade schon erzählt, Geräusche ist das Schwierigste. Machst du Geräusche selber? Und wie funktioniert das? Also ich habe ein eigenes Soundarchiv mir erstellt, wo ich wirklich Sounds aufgenommen habe. Ich bin draußen in der Natur rumgelatscht, ich bin im Schnee marschiert, ich habe hier sämtliche Türen zu- und aufgemacht, ich habe Schlüssel auf den Boden geschmissen, ich habe Tabletten in eine Dose gepackt und habe einfach mal geschüttelt, ich habe Aluminium geknistert und all so einen ganzen Kram. Da habe ich auch einen kleinen Workshop zugemacht, den es online gibt, und das macht Spaß, aber es gibt so viele Sounds, die mir noch fehlten, die ich hier in meinen vier Wänden gar nicht produzieren konnte. Deswegen habe ich es so, ich habe einen kleinen Teil, den ich selber mache. Ich habe auch einen sehr großen Teil, den ich einfach dazu gekauft habe. Also diese klassischen Sound Libraries. Und da gucke ich halt immer nach günstigen Angeboten. Also ich gebe da jetzt keine Tausende von Euros aus, sondern ich sag mal so, im Schnitt kostet eine Library mit ein paar hundert Sounds manchmal zwischen 30 und 50 Euro, sag ich mal. Und da habe ich mir jetzt über die Jahre auch so ein ansehnliches Archiv zusammengekauft. Ja, da kommt einiges zusammen, aber auch finanziell. Gerade wenn man dann irgendwie in die professionellen Bibliotheken geht und auch mit 3D oder Surround oder wie auch immer, wird es ja immer noch mal teurer und noch mal mehr. Und dann hat man Speziallibraries nur für Türen, wo man dann irgendwie 2.500 Sounds nur für Türen hat. Tür auf, Tür zu, aus Holz, aus Metall, aus Ketten, aus weiß ich nicht. Und da geht eine Menge Zeit bei drauf, das stimmt schon. Aber es macht auch Spaß, die Sachen wirklich selber aufzunehmen, weil auch da kann man einfach kreativ sein und man kann einfach Dinge ausprobieren. Und auch, ich hatte jetzt vor kurzem eine Anfrage, da wollte jemand für sein Hörspiel, rammt eine Tür und die zersplittert dann. Und er hat gesagt, ja, wie soll er das denn jetzt so darstellen, weil er kann ja nicht seine eigene Tür kaputt machen. Und da hatten wir auch zusammen überlegt, wieso entsteht eigentlich ein Sound? Und vor allem, wie ist die Anatomie von so einem Sound? Also was brauche ich, damit es sich so anhört, dass einer gegen die Tür rammt und dann Holz splittert? Und da haben wir wirklich angefangen, einfach beispielsweise so ein Geräusch mal im Detail auseinanderzunehmen und haben dann versucht, das so Stück für Stück nachzubauen, sodass er es dann später in seiner Wohnung selber aufnehmen kann. Ich habe jetzt leider das Endergebnis noch nicht gehört, weil er mir nicht mehr geschrieben hatte, aber das war eigentlich auch ganz spannend, sich zu überlegen, wie entsteht der Sound? Also wirklich, was muss ich machen, damit es später sich so anhört, wie ich das möchte? Weil oft ist es so, dass wenn ein Knochen knackt, dass gar kein Knochen geknackt wurde, sondern entweder hat man, viele machen das, dass die Nudeln zerbrechen, weil die so ganz schön knacken. Oder was auch manche machen, die nehmen einfach so eine Porree-Stange und knacken die dann so. Und später fällt es einem gar nicht auf, dass es gar kein Knochen ist. Also, ne, also das soll schon ein Knochensound sein, aber dass es in Wirklichkeit ein Porree ist, das hört man gar nicht. Und das ist eigentlich die spannende Sache, die ich bei diesem Geräuschemachen eigentlich immer so faszinierend finde. Dass man so, man kann seiner Kreativität da wirklich freien Lauf lassen. Ja, ist sowieso spannend, wie viel man mit Lebensmitteln an Geräuschen machen kann. Irgendwie der nächste Klassiker wäre, glaube ich, Selleriestange für gebrochene Knochen und alles mögliche, was zersplittert, weil es eben auch diesen Zersplitter-Sound mit drin hat, den du wahrscheinlich jetzt auch bei der Tür dann irgendwie so ein bisschen gesucht hast. Oder genau. Auch so ein Klassiker wäre ja auch zum Beispiel Kaffee. Das hast du, meine ich, in deinem einen Video auch gehabt, genau, Trittgeräusche eben in die Außenwelt zu bringen. Genau, oder als auch wenn man, Kürbis. Also, ich habe einfach
so ein bisschen Kaffee auf dem Brett verstreut und dann darauf rumgelatscht. Man hörte sich das so an, als wenn ich Dreck unter den Schuhen hätte. Also man könnte das benutzen, wenn man draußen auf einer Straße lang geht oder so. Also ja, gesagt, das macht schon Spaß, aber auch da, man muss die Zeit haben und man muss vor allem die Möglichkeit haben, auch das aufzunehmen. Wenn du jetzt gesagt hast, das Geräusch mit der zersplitternden Tür, kriegst du ungefähr noch zusammen, aus welchen Ebenen das besteht? Also ich hatte ihm vorgeschlagen, das gibt ja einmal, macht man den Anlauf, das sind ganz normale Schritte und dann hast du diese typischen Kleiderbewegungen. Das nächste wäre gewesen, weil er sagte, ja, wenn er die Tür zuschlägt, dann klingt das einfach nicht. Und da habe ich gesagt, ja, was wäre denn, wenn du halt einen dicken Handschuh anträgst und gegen die Wand schlägst, also gegen die Tür schlägst, als wenn er mit der Schulter sich so dagegen stemmt. Und das nächste wäre dann, das kann man allerdings mit sehr vielen Sounds machen, also wie Holz zerbricht, da hätte ich jetzt auch auf Anhieb, glaube ich, 100 Sounds zur Verfügung, kleine Teile, große Teile. Und wenn man das Ganze dann einfach ein bisschen zusammenmischt, ich sag mal, dann hat man es auch schon. Ne? Also es sind jetzt, ich sag mal, jetzt im Detail weiß ich nicht mehr genau, was er noch alles gemacht hat, aber das wären so grob die Schritte gewesen. Und ja, und die Idee mit dem Handschuh, da wäre er jetzt nicht so drauf gekommen. Ne? Weil es ist ein Unterschied, ob du mit der flachen Hand irgendwo gegenhaust oder wenn du jetzt ein Handtuch nimmst und dann dagegen haust. Und das sind so kleine Feinheiten, die man eben auch für sowas benutzen kann. Ne? Ja, absolut. Da sind der Kreativität, glaube ich, auch keine Grenzen gesetzt, wenn man solche Geräusche versucht zu realisieren. Du hast vorhin schon erzählt, Sprecher organisieren. Was ist so die Schwierigkeit bei der Sprecherakquise und wo kriegt man überhaupt Sprecher her? Wenn man jetzt irgendwie sich überlegt, ich möchte ein neues Hörspiel machen, wo kriege ich Sprecher her? Ja, also ich selber, also ich nenne mich immer Hobbyproduktion, weil ich mich nicht mit den Professionellen vergleichen möchte, weil ich einfach eine ganz andere Kostenstruktur habe und auch, ich sag mal, schon noch eine andere Qualität biete als jetzt die professionellen Labels. Ich habe angefangen, einfach im Freundeskreis zu fragen. Und das allererste Hörspiel, was wir wirklich produziert haben, das war Maximilian Stark. Und das ist komplett aus meinem Freundeskreis entstanden. Ich habe jeden gefragt, sag mal, hast du Lust? Und wenn die gesagt haben, yo, dann waren die dabei. Also wir haben jetzt kein Casting gemacht, sondern wir haben einfach losgelegt. Und wir haben die vors Mikro gestellt und dann haben die losgeredet. Später haben wir es dann so gemacht, ich war in verschiedensten Foren unterwegs. Und es gibt ja auch für die Hörspiel-Community das Hörspielprojekt und da findet man wirklich ganz viele passionierte Leute, die mit Hörspiel zu tun haben, Sprecher, Cutter, Musiker und da habe ich ein Casting veranstaltet und habe gesagt, die und die Rollen brauche ich und dann haben die Leute sich darauf beworben, haben mir so einen kleinen Sprachschnipsel geschickt und daraufhin habe ich einfach ausgewählt, wer für welche Rolle passen könnte. Und mittlerweile ist es so, dass ich sag mal, so einen kleinen Stamm habe von Sprechern, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und es war auch eine Zeit lang so, dass ich auf meiner Homepage einen Aufruf gemacht habe, dass ich einfach Laiensprecher suche. Also es dürfen sich auch Profis bewerben, aber halt eben ohne Honorar. Und es haben sich über die Zeit wirklich unheimlich viele Leute gemeldet, auch Profileute, die eher so aus dem Radiobereich kommen und einfach mal in der Hörspielszene so Fuß fassen wollen. Und das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, mittlerweile ist die Cast, ich sag mal, von passionierten Hobbysprechern bis zu Profisprechern ist eigentlich alles dabei. Ja. Gibt es da Schwierigkeiten, die dir öfter begegnet sind mit Aussprache oder Spielen am Mikrofon? Das ist ja auch Schauspiel letztendlich, wenn man für Hörspiele einspricht. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten, die du dann als Produzent quasi noch glatt bügeln musstest, wenn man das mal so sagen darf? Also ich sag mal, das, was dir natürlich immer passieren kann, ist, wenn du mit Hobbysprechern und Sprecherinnen zu tun hast, dass einfach die Aufnahmequalität nicht so optimal ist, weil aufnehmen kann zwar jeder, aber es klingt nicht immer. Manchmal ist es so, dass man so ein starkes Rauschen hat, was man entfernen muss. Oft sind die Aufnahmen dann viel zu leise oder sie klingen etwas hohl, dass man also der Sprache so ein bisschen mehr Körper geben muss. Das sind so Kleinigkeiten, die man technisch ausbügeln kann. Was noch schwieriger ist, ich bin nicht bei jeder Aufnahme dabei, weil ich arbeite ja dezentral. Das bedeutet, ich gebe die Sprecherrollen in Auftrag und die Voraussetzung ist mittlerweile so, dass die Cast selber aufnimmt
und mir schicken sie dann einfach die fertigen Audiodateien zu. Das heißt, ich mache nicht immer die Regie. Manchmal machen wir das auch über Skype. Dann höre ich den Sprechern zu und mache dann die Regiebeanweisung über Skype. Das ist so das Ideal für mich, klappt aber nicht immer. Und dann ist es eben so, dann kommt diese sogenannte Retake-Phase. Das bedeutet, ich höre mir alles an und alles, was mir nicht gefällt, markiere ich, schicke ich dann der Cast nochmal zu und sage, bitte die und die Stelle nochmal neu ansprechen und dann auf bestimmte Sachen achten. So. Das nimmt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch. Und das nächste Problem wäre eigentlich Terminierung. Da die das einfach kostenlos und in ihrer Freizeit machen, bin ich immer froh, dass sie es überhaupt machen. Und sie haben natürlich nicht immer sofort Zeit. Also ich räume den halt immer so, ich sag mal, zwischen 6 und 8 Wochen für die Sprechrolle ein. In dem Zeitraum sollten sie mir das dann schicken. Es klappt in der Regel, aber es kommt auch mal vor, dass du wirklich etwas länger auf ein Audiotake warten musst. Das kann natürlich auch mal passieren. Ja, so insgesamt, wie lange dauert es ungefähr, bis man ein Hörspiel fertig hat? So von der ersten Schreibidee bis hin zum Veröffentlichen dann letztendlich? Bei meinen Produktionen ist es so, ich schreibe zwar zum Teil auch selber die Hörspiele, aber nicht alle. Ich kriege manchmal auch externe Projekte, wo ich dann nur den Schnitt und so weiter übernehme. Aber man muss schon, wenn man so ein Projekt machen möchte, und ich sage mal einfach ein Hörspiel 45 Minuten, weil darauf kommt es natürlich auch nochmal an, wie lange ist so ein Ding. Aber gehen wir mal davon aus, es sind so 45 Minuten Hörspiel, man schreibt ein Skript, da hat jeder seine eigene Geschwindigkeit, aber ich sage mal, 1-2 Monate braucht da jeder irgendwie für. Also schreibt ja nicht ein Hörspielskript innerhalb von einer Woche oder so. Dann kommt die Aufnahmephase und dann kommt die Vertonungsphase. Und ich sage mal, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, locker ein halbes Jahr. Locker. Wenn man die ersten Produktionen gemacht hat und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und weiß, wo so die Engpässe sind, hätte ich gesagt, dass ich so ein Hörspiel so, ja, in 3-4 Monaten streng genommen komplett machen kann, wenn nichts dazwischen kommt. Weil ich bin auch berufstätig und ich arbeite halt immer nur, also innerhalb der Woche abends an den Hörspielen oder halt mal am Wochenende. Das heißt, ich habe ja auch nicht immer den ganzen Tag Zeit. Du meintest, du hast vorher schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich habe auch gesehen, du arbeitest mit Cubase oder hast es zumindest damals gemacht, als du Video erstellt hattest, was ich gesehen habe. Mit Cubase braucht man ja eine gewisse Vorerfahrung. Und generell auch, wenn du sagst, du kommst aus dem Grafikdesign, du hast wahrscheinlich einfach schon ein bisschen Ideen, wie man daran geht, in welche Richtung das funktioniert. Was waren so für dich die größten Überraschungen, sage ich mal, die im Zusammenhang mit der Produktion von Hörspiel stattgefunden haben? Was hat dich am meisten überrascht, dass es so schwierig oder vielleicht so einfach geht? Kann ich eine kleine Anekdote erzählen? Bei unserem allerersten Hörspiel Maximilian Stark, da habe ich wirklich gedacht, ach, das, wir nehmen das auf, an einem Tag kommen alle Sprecher vorbei und dann haben wir die Aufnahmen im Sack. Das war so meine Vorstellung und war natürlich bitter enttäuscht, als ich festgestellt habe, allein die Terminierung, dass die Leute kommen, ist schon schwer genug, weil dann hat die Tante Geburtstag, dann hier muss ich arbeiten, nee, ich habe Wochenendschicht und so weiter. Das war schon wirklich, dass man diese Zeit einfach, die das Ganze kostet, falsch eingeschätzt hat, aber wirklich völlig falsch eingeschätzt hat. Dann wiederum war ich aber überrascht, dass es so Naturtalente gibt, die stellen sich einfach vors Mikro und man denkt sich, ja, so sollte das klingen. Also das waren wirklich sehr viele dabei, die jetzt nicht auf dem Profilevel gesprochen haben, aber die wirklich so das Gefühl, was ich vermitteln wollte, einfach rübergebracht haben. Und das war, fand ich, wirklich eine tolle Geschichte, die das ganze Projekt auch so ein bisschen belebt hat. Das andere war von der technischen Seite her, habe ich einfach so die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich billiges Equipment kauft, man doppelt dafür zahlt. Ist einfach so. Das war auch eine Sache, die ich da lernen musste. Man hätte sich ein bisschen Geld sparen können und hätte gleich in was Ordentliches investiert und man wäre von vornherein besser bedient gewesen. Aber diese Erkenntnis muss, glaube ich, jeder für sich selber gewinnen, weil ich habe damals auch gedacht, ach, wir probieren erst mal und es wird schon gehen. Aber nee, geht nicht. Ging noch besser bei uns nicht.
Ja, aber gerade wenn dann irgendwie man merkt, dass die Sprecher so ein bisschen dafür brennen und richtig Bock drauf haben, dann macht's, finde ich, auch am meisten Spaß. Wenn man dann die Leute da stehen hat, die den eigenen Text genauso rüberbringen, wie man das im Kopf hatte, dann hat man alles richtig gemacht letztendlich. Genau. Und es ist auch so, dass die Leute, die das hören, ich sag mal, der größte Teil, der versteht das, dass das Hobbysprecher sind und das auch entsprechend honorieren. Und die wenigsten bemängeln das, dass die Sprecher nicht so gut sind, weil man sich denkt, ja, wir wissen das, es ist halt eine Hobbyproduktion. Und deswegen die Vergleichbarkeit mit den Profi-Labels, die habe ich nicht so gerne, weil das ist, darum geht es auch gar nicht. Also ich habe dieses Projekt einfach ins Leben gerufen, weil ich einfach gerne Hörspiele machen würde. Und ich freue mich halt einfach, wenn irgendwo mein Name unter einem Projekt steht, wo man wirklich sagen kann, ja, da habe ich mitgearbeitet. Mittlerweile sind es einige, also ich habe ja nicht alles selber produziert. Ich habe auch für andere produziert. Ich habe aktuell produziere ich auch ein Hörspiel oder ich vertone ein Hörspiel für Holysoft. Und das macht einfach Spaß. So. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, ich mache das beste Hörspiel auf der Welt oder das größte oder das erfolgreichste, sondern wenn sich Leute unterhalten fühlen, dann ist mein Auftrag erfüllt. Das kann ich gut verstehen und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Cut und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass wir das hier machen konnten. Wunderbar. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!